typischer Montag. Wir rollen jetzt los ohne Markus. Den müssen wir gleich abholen. Der ist mit dem Auto liegen geblieben. Motorkontrollleuchte irgendwie an. Auto sagt, dann gebe ich keinen Piep mehr. Müssen wir jetzt gleich erstmal rausfinden, was da ist, was da los ist. Aber den holen wir dann jetzt ab, finden dann raus, was da los ist. Und ja, ja, haben dann eben keine Bühne dabei. Weil von da, wo er ist, fahre ich hier nicht extra wieder über den Platz zurück. Klettern wir eben dann alles, nützt ja nichts. Außerdem sind wir mit zwei Kletterern, das passt. So, bedeutet Dominik und ich rollen jetzt los. Ich hasse Duster und nass, aber was willst du machen? Ja, wir hätten den Trailer noch mitnehmen können. Wir müssen Stammholz abfahren und so. Meine Idee war auch, ob wir den Vario mitnehmen, aber da jetzt Markus und Matze außer Gefecht sind, ja, ist das eben so ein typischer Tag. Also normalerweise, wenn Dominik nicht hier wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich alles absagen und sagen, wisst ihr was, call it a day. Aber gut, der Kunde wartet auch, der hat einen Schlaganfall gehabt. Er wartet eben auch, der will den Baum weg haben, weil er eben ja, nicht mehr so kann, wie er möchte. Und dann kann man keine Rücksicht nehmen, ne, auf persönliches Befinden oder so oder auf die persönliche Lage. Da muss man sehen, dass man seine Kunden zufriedenstellt, weil die verlassen sich schließlich auch auf einen. Und ja. So, falls ihr euch fragt, warum wir den Hulk nicht mitgenommen haben. Ihr seht die Straße, ihr kennt die aus meinen Videos, das ist ein Stammkunden von uns. Hier bin ich nämlich schon mal rückwärts reingezirkelt und hier ist eben kein Platz. Blöde ist, die Müllabfuhr kommt heute auch noch. Das heißt, wir müssen gleich mal gucken, ob wir die Autos nicht, ja, hinter uns steht auch schon einer, die Autos nicht irgendwo anders hinstellen können, müssen, sollen. Hier vielleicht zum Beispiel aber Auffahrt. Sind wir hier mal kurzfristig aus dem Weg, nützt aber nichts zum Arbeiten, müssen wir irgendwie dahin. Weiß ich auch noch nicht, wie wir es machen. Dominik kommt auch kaum auf die Auffahrt. Ich bin hier gerade fast nicht auf die Auffahrt gekommen. Aber naja. So, unser Baum für heute ist diese Kiefer. Nichts Wildes, die haben wir unten auch schon mal ein bisschen aufgeastet wegen Licht und so. Die Hecke soll heile bleiben, die Solarlampe natürlich auch. Die muss weg, inklusive Stammholz. Morgen! Man sieht, da liegt das Ganze. Da steht der Hacker. Einfach gleich rückwärts da ran. Jetzt laufen wir hier lang. Hier hinter liegt auch schon alles voll. Alles durch diese kleine Lücke hier. Da. Die 500i. Da knallen die rein. Da ist voller. Der liegt schon ein bisschen. Durch die rote und durch die Buchenecke. Da geht alles durch.
Markus hat gepustet. Der Rest ist in der Schubkarre drin. Die I500 muss noch wieder mit. So, da ist die olle uselige Wurzel. Jetzt hauen wir den Scheiß gleich noch einmal so ins Auto rein. Hier liegt noch ein so ein Knucken, den nehmen wir noch mit. Und dann ist das alles ganz nett hier. An die Säge muss gleich noch einer denken. An die Säge muss gleich noch einer denken. Dass wir hier noch einmal rüber. Schon los zur Baustelle. Kalk steht hier, weil ich fahre jetzt auch zur Baustelle. Ich hatte aber die Kamera vergessen. Und damit es endlich mal wieder Videomaterial gibt, habe ich jetzt die Kamera geholt. Anna Caroline ist noch da. Die fährt gleich auch los nach Hause. Dann sehen wir uns wieder 14 Tage nicht. Und dann kommt sie in 14 Tagen, heute ist Dienstag, kommt sie in 14 Tagen den Freitag. Hoppala. Bleibt dann irgendwie bis Sonntag? Nee, Blödsinn. Kommt Donnerstag, bleibt bis Samstag so rum und fährt dann wieder. Also, ja, das ist auch
alles nicht optimal, aber was willst du machen? So sehen wir uns dann wenigstens mal alle paar Wochen mal ein paar Tage. Ist für sie natürlich elendige Fahrerei, was richtig scheiße ist, aber ja. Ich komme hier irgendwie immer schlecht weg, ne? Markus ist heute sein halbes Schwein vom Schlachter holen. Und wir haben Unterstützung von Jakob. Ich habe Jakob eingestellt. Ich hatte ja Walter eingestellt. Walter ist aber noch mal beim Betriebsarzt gewesen. Und da ist mit seinem Rücken ist das wohl alles ein bisschen schlimmer als gedacht. Und deswegen haben Walter und ich jetzt einen Aufhebungsvertrag geschlossen. Ja, und dann habe ich jetzt den Jakob eingestellt, auch Rentner, ebenso als Feuerwehr, und der ist heute zum ersten Mal mit. Ja, oh, das wird schon. Ein paar tote Käferfichten, nichts Wildes. Wenn da kein Carport stehen würde, würde ich mit Hulk richtig gut rankommen. Da aber Carport steht, wir nicht auf den Rasen fahren können, wegen den Obstbäumen, die da sind. Du siehst, wie groß ich bin. Ich würde mal vielleicht an den Rand fahren. Nee, Diakonie Reilstift, ne? Tagespflege, da weißt du auch schon Bescheid, da sitzen auch so eine Muddis drin, die machen Personenbeförderungsschein und dürfen dann Bus fahren. Oh Mann, ey. ABM-Maßnahme, meist auch noch gefördert. Egal, jedenfalls, sind wir da heute bei und müssen Käferfichten einfallen. Ihr werdet sehen. Auf den Fotos könnt ihr euch vielleicht erinnern, hier vorne an dem Mehrfamilienhaus haben wir diese riesen Trümmereiche gefällt, die leider nicht auf Video ist, die Reto total geil runtergeschnitten hat. Ich habe dann gekrant. Ja, das war ganz cool, gibt es leider nur als Bilder auf Facebook. Genau wie die andere Eiche, die wir in Rauderfehn gefällt haben, auch so ein Riesending. Joa, und jetzt... da hinten stehen die Jungs und da geht es dann, wie gesagt, Fichten wegnageln. Ne, Wärme ist aufgeladen, Platten sind aufgeladen. Und da geht es jetzt drum. Der ganze Wald da kommt weg. So, Dominik fährt mal eben fix rückwärts rein, dass wir ein paar Platten auf die Auffahrt kriegen, weil die Auffahrt sieht eh schon nicht so schön aus. Die hat eh schon ein bisschen gelitten. Da sind ja überall Lunker drinne. Ja, wir brauchen genau das hier ziemlich zum Ende hier, da wo sowieso der Maulwurf schon drunter durchgegangen ist und so. Ne, also hier die Steine sind ja versackt ohne unser Zutun. Ne, da ja auch überall. Hier sind, ne, also man sieht hier, da sind schon Auswaschungen drinne. Hier weiß ich nicht, ob man das sieht, ist hier eine Auswaschung. Ne, das ist alles schon nicht so. Hier auch hier so eine Beule. Ne? Also die Auffahrt ist eh schon nicht die beste. Deswegen legen wir auf jeden Fall Platten aus. Selbst hier ist eine Beule. Ne? Die Kantsteine sind hier auch schon geknickt. Hier, der steht hoch. Ne? Der ist tiefer. Der ist hoch. Also da werden wir auf jeden Fall. Und hier, da ist der Übeltäter am Maulwurf. Ne? Aber das wird auch nicht in Beton gesetzt sein hier. Da gehe ich nicht von aus, dass da einer das in Beton gesetzt hat. Und deswegen, ne? Also wir legen hier auf jeden Fall Platten aus. Hier. Deswegen jetzt Platten drauf und dann fahre ich den dicken vorwärts drauf und dann können wir das meiste direkt kranen. Platten müssen wir umlegen. Ein paar Platten müssen wir umlegen, die von vorne wieder nach hinten, damit ich press mit der Schnauze da in die Ecke komme. Hä? Scheint so. Aus dem Kapitel passt kein Kran rein, Edge passt doch. Ne? Wir stehen hier schön auf den Platten. Deswegen haben wir auch nichts kaputt gefahren und das wird auch so bleiben. Das ist eben der Unterschied zwischen uns und anderen Firmen. Wir arbeiten so sauber, wie es nur irgendwie geht. So vorsichtig, wie es nur irgendwie geht. Ich meine, so ein bisschen Kollateralschäden gehören natürlich manchmal. Ich sag mal, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne und dass mal ein Ast in den Rasen piekt oder so, ist ganz normal. So, aber wir fahren jetzt ein bisschen schräg dahin, dann können wir abratzen und dann geht's los. So ist der Plan. Ne? Hier nochmal schnell ein paar Platten vor, dass ich einlenken kann. Dann fahren wir hier an der Seite lang. Und dann geht das los. Jakob ist auch fleißig dabei. Hulk ist aufgebaut. Wir nageln jetzt die ersten Fichten hier rein. Hängen die dann an den Hulk.
kranen die nach hinten hinter den Hacker und stecken die dann in den Hacker. Und wenn das Auto voll ist, wechseln wir den Twin-Trailer davor und häckseln in den Twin-Trailer. So ist der Plan. So, Jakob kriegt jetzt noch eben Helm von mir und dann kann das losgehen. So, hier liegen die ersten Tannen, fliegen um. Wir machen da gleich ein riesen Bündel von. Das Bündel hebe ich dann mit dem Hulk bis an den Hacker. Dann braucht hier keiner über den Rasen laufen, auch keiner mit dem Wärmeer fahren. Das kriegen wir alles super hin. Ja. So, wir machen jetzt, ich muss mal die Kamera irgendwo hinklemmen. Wir haben gerade mal einen Schlupf unter die Stämme drunter durchgemacht. Mats ist hinten weiter fleißig am Fällen. Ja, hält das so und jetzt heben wir die nämlich an. So, wir haben hier das erste Bündel. Das erste Bündel hängt am Kran. Das soll jetzt da hinten hin. Ich muss euch mal weglegen, beziehungsweise ich hänge euch mal hier hin. Weil ich kann ja nicht die ganze Zeit Kamera halten und gleichzeitig drei Funktionen am Kran fahren. Funktioniert nicht. Also kommt ihr hier mal hin. Müsst ihr mal von da zugucken. Naja, kaltes Hydraulikdruck, da kann der Kran noch nicht so schnell, aber der wird gleich wohl noch warm. Da fliegt so langsam aber sicher das nächste Stückchen an. Ich kann euch hier aber hinhängen, dann könnt ihr mal die Ahnung ein bisschen beim Kran fahren zugucken. Ja, da war dann leider nichts mehr mit zugucken, weil da die Speicherkarte mal wieder voll war. So, Mittwochmorgen geht los. Ich fahre mit Ruby zum Platz, spring an und danach muss ich noch ein paar Sachen erledigen. Wieso geht das Scheiß-Tor schon wieder nicht auf? Jetzt? Ja, nein, vielleicht? Ja, geht auf. Wir müssen nämlich noch häckseln und eine Telefonleitung freischneiden und all so ein Scheiß. Und ja, ich habe einen falschen Baum gefällt.
auch noch bei einer Ausschreibung, was selten dämlich ist, aber es war zum Glück auch ein Baum, der schief stand und eigentlich gefährdet war. Er war halt nur nicht ausgeschrieben, er sollte noch ausgeschrieben werden. Ich habe den dann weggenagelt. Ja, dummerweise, wie gesagt, muss ich jetzt den Baum, der ausgeschrieben war, natürlich noch machen, klar, und kriege natürlich kein Geld, was ja aber selbstverständlich ist, dass dafür nicht noch zusätzlich Geld gibt, weil, wie gesagt, war ja nun mal auch der Falsche. Ja, kann passieren. War dumm gelaufen, ist dann eben so. Dann machen wir heute jetzt nochmal den richtigen Baum weg. Lustigerweise gibt es natürlich vom falschen Baum ein Video. Das war nämlich genau der, wo wir mit dem Wärmer ins Gemüse gefahren sind und den Hulk mit hatten. Ja, so ist das und nicht anders. Also, dann jetzt nochmal los mit allem Mann. Und dann wollen wir mal alles richtig machen. Das Band hängt wieder davor. Aber wenigstens geht die Kamera so nicht verloren. So, während ich kurz mal die Zählerstände, ja, die Geschichte da mit dem Zähler geklärt habe, haben die Jungs hier die Telefonleitung so gut es geht freigeschnitten und auch so gut es geht natürlich dann auf Zugast gearbeitet, was bei einer Lerche ziemlich unmöglich ist, aber gut. Also die Leitung hier ist freigeschnitten. Eine musste gefällt werden, weil die gegen die Leitung da vorne gegengewachsen war. Die haben wir so hier gestummelt auf Heckenhöhe. Ja, ansonsten ist die Leitung frei. Das ist jetzt noch einmal mit dem Hacker dran lang fahren und dann ist das schick. Sie haben auch gleich großzügig nach unten die Stamm- und Stockaustriebe ausgeschnitten. Sehr, sehr gut. So, erster Auftrag fertig. Jetzt müssen wir den Baum, den wir noch kostenlos wegmachen müssen, einmal wegmachen, weil ich ja den falschen weggenagelt habe. Das heißt, ich lade jetzt einmal die Platten vom Hulk ab. Die schiebe ich irgendwo hier neben. Und dann machen wir den Baum weg. Wie gesagt, ich kann ja froh sein, dass das keinen Ärger gegeben hat, aber der andere Baum war zum Glück auch im Arsch, deswegen. Darum hatte ich auch das gedacht, ne? Ich denke, oh ja, guck hier, das ist der kaputte Baum. Ah, 30 Meter weiter stand ein Baum, der ist... Na? Also, jetzt aber. Der ist noch kaputter gewesen. So, wir schmeißen jetzt einmal den Fellgreifer runter. Und dann... fahren wir zu den Jungs nach, die sind schon auf der Baustelle. Da sollen die ja die Pappel runterschneiden. Markus nimmt nur eben schnell sein Fresspaket und sein und Puster runter. Der Engstelle für den Hulk. Ihr seht, ich bin da press an der Hecke. Ja, ich weiß nicht, ob Markus den Spiegel anklappen kann, anklappen will. Aber da ist, jetzt müssen wir in die Hecke, wir dürfen jetzt nicht lenken. Nicht lenken. Da ist Hecke, da ist Stromkasten. Es ist wieder so, dass man sagt, gut, wir hätten fragen können, ob sie die Autos wegstellen, aber... geht's. Das Lustige ist, hier vorne ist gleich nochmal Hecke und da wird es dann nochmal einen Tucken enger. Hoppala. Er hat sogar die Räder noch nach hier eingeschlagen mit seinem Bulli. Was? Noch ist Platz. 10 cm reichen. Ja, fahr mal erst langsam. Und an der Hecke, die Hecke gibt nach. Wichtig ist, das Auto gibt nicht nach. Das ist das Problem. Das Auto gibt nicht nach. So, der Spiegel ist schon zerkratzt und kaputt. Das waren wir nicht. So, da polieren wir uns gerade die Felgen an der Hecke, aber was soll ich machen, nützt ja nichts, ihr seht das, ne? Der steht da press in der Hecke,
Es ist echt zum Heulen, ey. Das sind so Straßen, Alter, die die Welt nicht braucht, ne? Wer plant sowas? Wenn hier jetzt ein Einsatzfahrzeug durch muss, Feuerwehr, die sind genauso breit wie ich. Die sind genauso breit wie ich, die kommen hier nicht durch, ne? Die können man irgendwie sehen, dass sie die Autos alle beiseite schubsen. Es ist nicht normal. Jetzt würden natürlich viele sagen, wieso, was willst du denn? Da ist ja noch eine Handbreit Platz. Ja, auf der anderen Seite ist ein Betonzaun. Die Hecke gibt nach, der Betonzaun nicht. Ist echt zum Brechreiz kriegen. Aber wir sind mal wieder durch. Und wir haben es mal wieder geschafft. Mit Spiegel anklappen, aber sonst so. Und wir halten mal fest, die Straße hat keine Tonnagebegrenzung, ne? Also du darfst hier, und Müllwagen muss hier ja auch durch, ne? Also, sehr geil, wie immer. Das an, Hermes haut mit dem Sprinter gerade den Rückwärtsgang rein und fährt aus der Straße wieder raus, weil er meint, dass er da nicht vorbeipasst. Seht ihr das? Der fährt gerade rückwärts raus. Ist total geil, oder? Oh Mann, so. Ich mache mich da jetzt auch mal vom Acker, lauf zu den Jungs, zeige euch die Baustelle. Naja, eigentlich kennt ihr sie ja schon, zumindest den Ort. Markus fährt gerade schon mit dem Wärmer vor. So, ich mache mal dicht. Ich habe hier mal so geparkt, so kommt hier nämlich noch ein Auto durch. Und andere Seite können sie auch noch gerade durch. Und die kommen alle noch von ihren Auffahrten runter. Wenn ich hier nämlich rückwärts reinfahren würde, wäre hier nämlich Essig mit von der Einfahrt runter. So. Ah, mal gucken. Ja, Pappelfällung, die zweite. Diesmal die richtige. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was ein Scheiß. Naja, so verdient man natürlich kein Geld. So verdient man kein Geld. Wäre wahrscheinlich ein guter Videotitel, aber definitiv mein Fehler, meine Schuld. So, ihr hört Markus da hinten schon rumpeln, der kommt gleich da auf dem Weg lang gefahren. Müsst ihr ja eigentlich auch gleich sehen können, gelbes Helmchen, ne? Was ein Scheiß. Oh, ich höre auch schon eine Kettensäge. Sehr, sehr gut, sehr, sehr schön. Naja, das ganze Zeug rausgerumpelt werden, hinten dann um die Ecke und dann wieder eingeladen werden. Wie letztes Mal. Wie letztes Mal. Bin gespannt. So, letztes Mal stand der Baum hier vorne nämlich auf der Ecke, den bin ich geklettert. Haben wir den ein paar Stücken runterge... Und ja, diesmal steht er da in der Ecke. Ja. Und wird auch geklettert. Oha, oha, oha. Hier, da, da stand der andere. Den haben wir fälschlicherweise gefällt, aber das da hinten ist der richtige. Ganz schönes Trümmerding. Immer, ne? Der Arbeitsprozess geht vor Filmen. Der Baum liegt jetzt hier drinne. Der war natürlich komplett hohl und fratze. Hier sieht man gut. Wir haben den hier in die Schneise gelegt. Hier stand kein Baum. Der Schaden ist alt, wie ihr seht. Das waren nicht wir. Er hat hier also, hier konnte er reinfallen, hier war Platz. Ja, das war dann jetzt, weg ist er. Jetzt müssen wir Stammholz noch einmal rausfahren. Vorne ist schon gehäckselt. Arschlecken rasieren 350. Hier ist auch schon wieder soweit sauber. Fertig. Hatte ich nochmal ein Nachherbild gemacht? Also, da stand das Bäumelkeln. Hier sind wir gut zwei, dreimal mit dem Wärmer reingerumpelt. Das kann ich noch einmal platt treten hier. So, dass hier der Waldboden wieder so ein bisschen waldbodig ist. Ja. Zum Glück hat der Kleine ja wenig Druck. So, Bäumskin ist weg. Die hohle, dumme Drecksau. Was hat das der Scheißbaum gequält? Lustigerweise, an dem ist auch ein Punkt dran. Ich weiß nicht, ob sich da die Bahn drum kümmert oder wer auch immer sich da drum kümmert. Gut, also das ist erledigt. So, sauber gemacht haben wir hier auch wieder. Hier auch nochmal gehakt. Boah, zeckt jetzt doch, ne? Die Sonne geht langsam unter, ey. Wird's kalt. So. Das haben wir dann auch erledigt hier. Jetzt arbeiten wir uns den Weg zurück und dann ist gut. Ja, ihr Lieben, das war das. Wir haben eben kaum gefilmt, weil keine Zeit. Mussten sehen, dass wir die Sachen fertig kriegen, ne? Vor Jahresende brauche ich euch nicht erzählen, die ganzen Ausschreibungen haben Deadlines. Den muss man sehen, dass man die einhält und da blieb halt wenig bis gar keine Zeit zum Filmen. Gut.
wir sehen uns dann ja am Sonntag zum Video. Ja, und ich wünsche euch dann schon mal schöne Feiertage und einen guten Rutsch, beziehungsweise den kann ich euch dann ja auch am 28. wünschen oder am Sonntag, den 1., wenn ihr dann wieder fit seid, wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Aber jetzt erstmal das letzte Video vor Weihnachten. Samstag ist ja Weihnachten, also wünsche ich euch schöne Weihnachtstage, einen schönen heiligen Abend und wir sehen uns am 25. pünktlich um 8 Uhr.